Morgen. On the road. Ja, heute geht's auf Elefantensafari sozusagen mit dem Majestic Elephant Projekt. Sehr nachhaltig werden wir heute mit Elefanten wandern und nicht geritten, weil dazu muss man sehr abrichten und das unterstützt dieses Projekt überhaupt nicht. Und alles Weitere werden wir euch jetzt dann zeigen. Ja, es ist wieder ein Geschenk, reisen zu dürfen, hier sein, Seele baumeln lassen. Ich weiß, dass ich auf der Sonnenseite des Lebens bin und ich bin so, so, so dankbar. Das ist hier wieder so ein erhabender Moment. Es ist einfach wunder, wunder, wunder. Ja, wir sind jetzt beim Majestic-Projekt angekommen, hier im Dschungel. Hier startet unsere Tour also. Ja, es ist ein nice place und ich freue mich wie ein kleines Kind. Hier kriegen wir, können wir nochmal Kaffee und unser Guide ist Tu. Er begleitet uns heute auf der ganzen Reise. Nice to meet you. Ja, ich möchte nochmal betonen, dass wir das geprüft haben auf Nachhaltigkeit und dass Fair Play ist mit den Tieren, mit den Elefanten und alles. Das haben wir im Vorfeld geprüft und ist überhaupt gar kein Problem. Und hier ist der Startpunkt, hier gibt es nochmal, gab es nochmal einen Kaffee und man konnte sich umziehen und auf unseren Trip vorbereiten. Ja, hier haben wir unsere Begleiter für den Tag. Ja, gleich mal unglaublich. Einfach super, super schön. Wir können sie auch füttern. Na, nimm's. So, mein Freund, komm, krieg was zum Futtern. Magst noch mal ein bisschen was, hm? Ja, wie geil, so nah an den Elefanten dran. So, da habe ich jetzt einen richtigen Freund gefunden. Voll das Ohr abbekommen. Hör du. Die kühlen sich halt auf ihre Art ab. Ja, Wahnsinns Nature hier, die Natur ist wunderbar. Und unsere Gruppe besteht aus 6 Leute und es ist sowas von angenehm und jetzt gibt's einen Kochkurs. Wir lernen, wie wir Partei zubereiten und unser Guide Tu ist wirklich Mädchen für alles.
Machen jetzt für die Elefanten noch was zum Essen. Ja, unseren Begleitung muss es natürlich auch gut gehen. Wir haben gegessen, jetzt kriegen sie auch ihre Mittagsspeisen. Der hat gut. Würde ich gern tauschen, ich würde jetzt auch gern reinspringen. Ja, ist schon ein wundervolles Leben. Ach, das ist schön. Und es sind hier magische Momente. Das Rafting konnte ich nicht filmen. Ich habe 1-2 Clips im Hochformat. Ich gucke sie mal, ob ich sie umwandeln kann. Und zum Abschluss gab es noch ein paar Snacks und leckere Getränke. Und war eine mega coole Runde, hat mächtig Spaß gemacht. So. Der Guide war völlig in Ordnung und es war so ein richtiges gutes Feeling. Und auch das mit den Elefanten war ein mega Erlebnis.